Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 395 am Sonntag, den 31. Dezember 2023. Es ist bereits 1. Januar, ja, es ist nämlich 3.30 Uhr. Liebe Leute, so spät oder so früh habe ich den Podlog auch noch nicht aufgenommen. Und ich muss sagen, ich habe echt so lange durchgehalten. Das hätte ich heute Abend oder gestern Abend nicht gedacht, als ich losging. Ich dachte so, okay, gehst zum Essen mit. So fit war ich dann heute, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das Raclette mit und ja, mal gucken, wie lange ich aushalte. Und es war ein so wunderbarer Abend. Ich hatte zum Essen ein Glas Wein und gut. Da merkte ich auch, dass mir das nicht so gut bekommt. Klar, durch das, dass ich halt auch noch Medikamente nehme und so. Aber zum Essen wollte ich halt auch gerne irgendwie einen Schluck Wein haben. Da war mir danach und dann habe ich danach auch nichts mehr getrunken. Zum Anstoßen um 12 noch einen Schluck Sekt, aber auch da habe ich wirklich nur einen Schluck davon getrunken. Und das war's. Und mir ging es so gut, ich war nicht müde und nix. Ich habe wirklich super gut durchgehalten. Ich hatte dazwischen mal doll Kopfschmerzen, habe dann noch eine Tablette genommen. Ich nehme mal stark an, dass es von dem Glas Wein war. Ja, im Zusammenspiel mit den Medikamenten war das natürlich keine so gute Entscheidung. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Aber danach ging es mir so gut. Und es war ein so fröhlicher Abend und ich danke allen, die heute Abend dabei waren. Das war eine richtig nette Runde, ganz gemütlich und trotzdem sehr lustig. Wir haben tolle Musik gehört jetzt nachts noch. Die ganzen alten Hits von Phil Collins und Genesis und Manfred Mann's Earth Band und also wirklich tolle Musik, die ich schon lange irgendwie in Vergessenheit hatte bei mir. Und die anderen sagten das auch, oh, ewig nicht gehört und so. Irgendwie kamen wir da drauf. Ich glaube, mein Neffe hatte da die ersten Stücke rausgesucht durch Zufall. Und ja, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend, muss ich sagen, eine schöne Nacht. Und jetzt gehe ich ganz zufrieden und auch ein bisschen müde natürlich zu Bett und werde morgen schön ausschlafen am 1. Januar. Und ich hoffe, du hattest auch einen wunderbaren Übergang zum Jahreswechsel ins Jahr 2024. Ich habe es gestern schon gesagt, ich wünsche dir einfach ein wunderbares, gesundes neues Jahr. Möge es genauso kommen, wie du dir das vorstellst. Und ja, vielleicht hast du schon einen Plan für 2024. Ich habe schon so ein paar Sachen, die ich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen angehen werde. Und da werde ich dich auch mitnehmen, weil da wird es auch Veränderungen, Erweiterungen, ja, Neues geben bei André anderswo auf dem Reisekanal. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich sehr auf das Jahr 2024, weil ich so ein paar doch besondere Sachen vorhabe. Aber dazu mehr, dann auch wieder in ausführlichen Folgen. Zum Dienstag gibt es dann immer wieder eine neue Folge. Mal gucken, ob ich das zum 2. Januar schon schaffe, aber spätestens in der Woche drauf. Aber mal sehen, vielleicht schaffe ich das ja auch schon zum 2. Januar und ein paar News nochmal zum Verteilen hier. Wäre das ja ganz angebracht. Also, jetzt wünsche ich dir aber erstmal ein gutes neues Jahr nochmal und einen wunderschönen Neujahrstag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.